Warum hat meine Zuggesundheit nach... Ach, weil der Typ drauf geschossen hat, ne? Ja. Ja. Okay. Also wenn ich durch diese ganzen Quests immer so viel Schrott kriege, dann... Ich würde sagen, Level 10 ist Maximum, ne? Wo ist dieser dämliche Zug? Irgendwo auf der anderen Seite anscheinend. Probeweise einfach noch einmal im Kreis fahre. Da in der Nähe vielleicht noch mal kurz anhalte. Einfach, weil mich das Gebäude da hinten interessiert. Da läuft jemand. Ist das ein böser Bub? Anscheinend ist das ein böser Bub, ja. Na gut, dann werde ich da bestimmt sowieso noch irgendwie hin müssen, ne? Dann lasse ich das Gebäude erstmal Gebäude sein. Und fahre hier noch einmal rum. Einfach weil ich vorwärts bei diesen Gleisen da ankommen will. Das müsste jetzt funktionieren, dass ich hier einmal im Kreis fahre, ne? Okay, damit ist die Frage auch beantwortet, ob das Spiel pausiert, wenn ich auf die Karte gehe. Nein, tut es nicht. Dann frage ich mich ja auch, hat Charles einfach so einen globalen Lebenspunkte-Counter oder resettet der, wenn er an einer bestimmten Distanz ist? Scheint gerade kein Charles da. Das muss natürlich nicht so bleiben, ne?
Wo? Ich meine, es war da hinten irgendwo, ne? Dann ungünstig wäre es natürlich, wenn er auf einmal von vorne kommen würde, weil da könnte ich nicht mal großartig was machen. Ich habe ja vorne keine Waffe. Mir auf jeden Fall nicht zu viel Zeit damit lassen, dieses Signal hier umzulegen. So, da will ich nach links. Das Entladen aller Vorräte hat uns die Augen geöffnet. Wir arbeiten Tag ein, Tag aus hier im Hafen und haben die Aufgabe, das Boot zu entladen, die Vorräte den Hügel hinauf zu den Gleisen zu transportieren, wo Theodor und Eddie sie an verschiedene Orte liefern, an denen wir Bergbau betreiben werden. Die schieren Kosten der gesamten Infrastruktur sind überwältigend. Bei all dem Erfolg mit diesem Unternehmen bin ich überrascht, dass Warren solch ein Risiko eingeht. Ja, schon wieder alles blutig. Okay, es könnte ein Zufluchtsort sein hier. Fährt nach links, ne? Sehr schön. Da ist ein NPC, da müsste ja zumindest wieder irgendein Zufluchtsort in der Nähe sein, ne? Entschuldigung, ich. Ich hasse diesen NPC. Dieser NPC hat sein Haus abgeschlossen. Das geht ja mal gar nicht. Wie soll ich mich denn vernünftig vor Charles verstecken, wenn die alle ihre Häuser abschließen? Also, was soll denn das? Guten Tag. Say, you're that monster hunter. I must know. Do you have any experience with ghosts? Bisschen was, aber meine Kamera Obscura ist in meiner anderen Hose. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last date and bring them to me? 8 pages, ja?
In den vergangenen 7 Tagen haben sich auf dem nahegelegenen Geröllfeld seltsame Dinge ereignet. Vor einer Woche ging ich wie so oft dorthin, um meinen Kopf frei zu bekommen und fand eine merkwürdige Zeichnung, die an einem Laternenpfahl befestigt war. Ich nahm die Seite mit und verbrannte sie, denn nur so vernichtet man übersinnliches Papier, richtig? Am nächsten Abend fand ich 2 weitere Zeichnungen und verbrannte sie ebenfalls. Letzte Nacht fand ich 7 Zeichnungen, die von entsetzlichen, grässlichen Geräuschen begleitet wurden. Ich habe Angst, dorthin zurückzukehren und vermute, dass der Ort heimgesucht wird. Vielleicht von unseren vermissten Besatzungsmitgliedern? Vielleicht auch von etwas anderem. Können wir ja vielleicht noch machen. Bin jetzt schon wieder relativ gefährdet hier. Das sieht aus wie ein Altar. Einmal checken, die Tür geht auf. Okay, das ist gut. Das gibt mir nämlich gewisse Sicherheiten. Ich glaube, ich würde dem Santiago unten an den Dock sein Tagebuch noch zurückbringen würden, bevor ich hier zum Ende komme. Weil ich vermute, dass... Ich weiß nicht, wie genau das Autosave hier in diesem Spiel funktioniert. Aber ich vermute, wenn ich so eine Quest erledige, dann wird er wahrscheinlich auf jeden Fall so einen Speicherpunkt machen. Fick dich, Charles. Also ernsthaft. Ein dickes Tagebuch von Santiago im Hafen. Bring es ihm für eine Belohnung. Wenn ich hier jetzt dann einfach weiterfahre. Deshalb genau in der Richtung ist mein Zug und aus der Richtung kommt auch das Choo-Choo von Charles. Der Sau, sagt er. Ich wüsste, wo er ist. Da hinten irgendwo. Kann er da überhaupt sein? Ja, doch, könnte er. Moin! Alter, hätte ich... Wenn ich mich in Richtung meiner Lokomotive auf den Weg gemacht hätte, der hätte mich sowas von auf dem offenen Feld erwischt. Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens inzwischen schon mal in den Chat schreiben oder von mir aus auch später auf Discord oder unten in die Kommentare, falls ihr das Ganze jetzt hier auf... YouTube in der Aufzeichnung gucken solltet oder irgendwie sowas in der Art, ob ihr
Der hat meinen Zug gehauen, das Arschloch. Ob ihr möchtet, dass wir Chuchu Charles zu einem späteren Zeitpunkt hier auf dem Kanal nochmal in Angriff nehmen und eventuell vielleicht sogar gemeinsam durchspielen. Der ist immer noch in der Nähe, ne? Weil er halt weiß, dass ich hier bin. Das ist Mistvieh, ey. Oh, wenn der einmal die Witterung aufgenommen hat, das ist schon... So, nebenbei einmal kurz. Kann ich jetzt eigentlich ducken? Ich kann nach links und rechts lehnen, aber was bringt mir das, wenn ich mich nicht ducken kann? Ich könnte jetzt natürlich auch einfach auf gut Glück losstürmen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. So, drehen wir noch einmal die Runde und fahren runter zum Hafen. Ich will halt einfach, ich will vorwärts fahren. Ich weiß nicht, ob rückwärts mit der gleichen Geschwindigkeit läuft, aber... Wenn ich vorwärts fahre und Charles mich verfolgt, kann ich halt nach hinten schießen. Das ist der Gedanke dahinter. Dann drehe ich lieber einmal die Runde, als dass ich jetzt rückwärts fahre. Das ist natürlich problematisch, wenn Charles von vorne kommen sollte, ne? Aber so, da ist rechts. Da ja dann sowieso. Das ist aber die ganz große Runde, ne? Aber theoretisch muss ich ja jetzt einfach nur der Route folgen hier. Bis wir dann einmal da sind. Ich belasse es mal bei dem Gelben. Sind ja eigentlich auch altbekannte Wege hier, ne? Die sind doch schon ein paar Mal abgefahren. Da dürfte es dementsprechend für mich ja dann auch keinen Grund geben, theoretisch so zwischendurch anzuhalten. Und irgendwo noch was einzusammeln, weil da dürfte ja nichts mehr sein. Dann gehen wir dem guten Santiago unten am Hafen jetzt dann gleich noch sein Tagebuch zurück. Und dann soll es das tatsächlich auch für heute gewesen sein. Das ist so die Art Spiel, für die ich definitiv deutlich mehr als 2 Stunden brauche. Ich habe mich ja jetzt dann schon gleich 1,5 Stunden mit diesem Spiel befasst.
Und ich bin nicht mal ansatzweise am Ende. Ich frage mich, wo diese Längenangaben immer herkommen. Ich meine, bin ich denn so unglaublich viel langsamer beim Spielen als der Durchschnitt der Gamer? Wirklich? Und zwar bei allem. Ne? Nicht nur bei so, keine Ahnung, zum Beispiel Open-World-Geschichten, wo ich mich ja dann doch so ein bisschen in diesen ganzen Kleinkram-Aufgaben verlieren kann, sondern wirklich so allgemein bei allem. So. Ich bin fast auch noch an dem Typen vorbeigelaufen, ist ja unglaublich. Hier haben wir Charles das erste Mal getroffen. Also natürlich abgesehen von der geskripteten Sequenz ganz am Anfang, wo er Eugene getötet hat, ne? Liegt da was? Nein. Ich dachte, ich gucke noch mal, ob da noch irgendwas ist. Bei dem einen oder anderen Aspekt bei diesem Spiel bin ich tatsächlich noch relativ unsicher. Zum Beispiel Rennen. Rennen und Gehen. Macht das einen Unterschied in Charles' Wahrnehmung? Thank you so much for bringing my journal. I would hope for your own good. That you didn't peek inside. Nee, habe ich tatsächlich nicht. But, here are those scraps I promised. 36. Damit können wir nochmal ordentlich upgraden. Also sehen wir zu, dass wir jetzt unseren Zug noch erreichen, die Upgrades machen und dann kommen wir zum Ende. Was wir in den Zug investiert haben, kann Charles uns nicht mehr wegfressen, wenn er uns erwischt. Würde ich zumindest denken. Fuck, 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 fuck. Das musste jetzt natürlich nochmal kommen, ne? Blödes Mistkalb. Wenn ich 10 Sekunden lang nichts von ihm höre, dann müsste es ja sicher sein, zu meinem Zug zurückzukehren, ne? Aber jetzt kommt er, glaube ich, in unsere Richtung. Ja, da rechts ist er. Der ist halt auch so schnell, ne? Wenn man von dem in irgendeiner Art und Weise hier auf dem offenen Feld erwischt wird, das war's dann halt einfach. Ja, gute Nacht, Motte.
So einfach legst mich nicht herein, liebes kleines Charlielein. Ich wusste, dass du nochmal kommst. Bin doch nicht doof. Der dreht sich halt original nochmal um, ne? Und kommt genau hierher zurück. Diese dumme Saudi. Er ist halt immer noch da, ne? Ja. Ich will doch nur noch diese verkockten Schrottteile in meinen Zug einbauen. Ist das denn zu viel verlangt, Charlie? Ob man ihn irgendwie verbacken kann, dass er in so einem Gebäude feststeckt und dann nicht wieder rauskommt? Wobei man dann natürlich im Zweifelsfall das Problem hätte, dass er halt an einem dieser Gebäude feststeckt und dann nicht mehr rauskommt und man dementsprechend dann ja höchstwahrscheinlich das Spiel nicht beenden können wird, weil man Charles ja dann wohl nicht wieder in die Nähe des eigenen Zuges bringen kann, um ihn mit den eingebauten Waffen aufzuhalten. Ne? Alter. Verpiss dich, Charles! Niemand hat dich lieb hier! Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Passt einfach genau, ne? Wie die Faust aufs Auge. So, ja gut. Würde ich als nächstes das da als Ziel setzen. Da könnte man theoretisch auch von hier aus hinlaufen, ne? Aber das soll das Problem von Zukunftstrio sein. Der sich im Zweifelsfall gerne... Was ist das hier eigentlich? Der sich im Zweifelsfall gerne nochmal mit diesem Spiel auseinandersetzen kann. Ernsthaft, was ist das? Ich traue mich nicht zu drücken. Naja, gut. Choo-choo, Charles. Spannend, interessant.